Geheime Botschaften von Nikola Tesla kommen ans Licht. Hätte Einstein diese Klänge gehört, hätte er keine Relativitätstheorie aufgestellt. Genau, das bedeutet, dass es ein universelles Wissen und Wahrheit gibt, die der Mensch schon immer gehabt hat. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community, fühlt euch gedrückt vom Love Lock. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt: Geheime Botschaften von Nikola Tesla kommen ans Licht. Yes, Alter, geheime Botschaften in den Man, Alter. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Lasst gerne einen Daumen nach oben schon mal da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal natürlich und wir gehen jetzt sofort rein in den Peter Edenman. Let's go. Die Worte, die Nikola Tesla in dem umstrittenen Interview, das er in seinem Labor in Colorado Springs der Zeitschrift Immortality gab, sind so kraftvoll, dass sie in der Lage sind, mehr als einem die Augen zu öffnen. Bruv, stellt euch vor, ich hätte in der Zeit gelebt oder Tesla hätte in unserer Zeit gelebt und ich hätte ein Commons Café mit dem Bruder gemacht, so. Das wären so Gäste, die für mich so als, ne, weißt du, wie ich meine, so? So eine Leute, Mann, Tesla, Einstein, wen hätte ich noch? Tutanchamun. Mit so Leuten hätte ich gerne Talks, ich schwör's dir, Alter. Mit irgendeinem Maya, so einem echten von damals, so einem Originalen. Wow. Seine Feinde und die Feinde der Menschheit haben alles getan, ihn als Schwindler zu diffamieren. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, ob es authentisch ist, dann sollten wir seine Worte mit dem Herzen hören. Denn nur es ist in der Lage, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Jeder sollte seine eigenen Schlüsse ziehen. Man sagt, sie kommen aus Kroatien, aus der Gegend namens Lika. Das ist wahr. Ich bin stolz auf meine serbische Herkunft und meine kroatische Heimat. Im Labor von Nikola Tesla wurden zum ersten Mal der Kern eines Atoms gespalten. Es wurde eine Waffe entwickelt, die seismische Schwingungen erzeugt. Dort wurden kosmische schwarze Strahlen entdeckt. Ja, das sind einige meiner wichtigsten Entdeckungen, aber meinen größten Wunsch habe ich noch nicht erfüllt. Ich wollte die ganze Erde erleuchten. Es gibt genügend Energie, um eine zweite Sonne zu erzeugen. Das Licht würde um den Äquator herum erscheinen, wie ein Ring um den Saturn. Aber die Menschheit ist nicht bereit für das Große und Gute. Wir können auch andere Energien erzeugen, wie zum Beispiel die positive mentale Energie, die in der Musik von Bach oder Mozart oder in den Versen der großen Dichter zu finden ist. Im Innern der Erde gibt es Energien der Freude, des Friedens und der Liebe. Krass. Und sie drücken sich wie eine Blume aus, die aus der Erde wächst oder durch die Nahrung, die aus ihr kommt. Krass. Stell dir mal vor, du machst einen Talk mit dem und der sagt solche Sachen, Bro. Wow. Ich habe Jahre damit verbracht, nach Wegen zu suchen, wie diese Energie die Menschen beeinflussen könnte. Die Schönheit, der Duft der Rosen und die Sonnenstrahlen können als Medizin und als Nahrung verwendet werden. Das Leben hat unendlich viele Formen. Und die Aufgabe der Wissenschaftler ist es, sie in allen Formen der Materie zu finden. Drei Dinge sind essentiell. Was sind das für Dinge? Das eine ist Nahrung. Welche stellare oder irdische Energie braucht man, um die Hungrigen auf der Erde zu ernähren? Mit welchem Wein kann man die Durstigen stillen, sodass die Menschen ihre Herzen aufheitern und verstehen, dass sie Götter sind? Eine andere Sache ist, die Macht des Bösen und das Leiden zu beenden. Ey, das ist voll powerful, was der sagt, ne? Ich kann kaum was dazu sagen, weil es so Schlag auf Schlag geht. Es sind so viele schöne Sachen, die der gesagt hat und so viele wahre Sachen auch so. Alleine mit der Energie, was er eben gesagt hat, so, weißt du, wie ich meine? Dass es genug Energie auf der Erde gibt eigentlich, um die Erde zu erleuchten, so. Und das haben wir auch in einigen Dokumentationen gesehen, dass diese Energieknappheit bewusst geschaffen wurde, um uns wieder zu kontrollieren auf eine gewisse Art und Weise. So. Es ist halt solche Menschen, so wie Nikola Tesla oder es gibt auch andere Menschen, die in diese Richtung tendiert haben, werden halt ganz schnell einfach pleite gemacht, kommen irgendwie um und dieses Mindset setzt sich nicht durch. So. Die Leute, die nach oben wollen oder die diese Pyramide aufsteigen wollen, die müssen das Gegenteil an Menschen sein. Weißt du, die haben nicht diese
diese Werte, die haben nicht dieses Herz, die haben nicht dieses Licht, die haben nicht dieses Positive. Ich will die Welt zu einem schöneren Ort machen. Ich will nach oben, um andere zu kontrollieren, damit ich immer oben bleibe. Das ist dieses Ego-getriebene, so kommst du nach oben in der heutigen Welt. So, weißt du? Und das ist eine Sache, ich hoffe, die Pyramide dreht sich irgendwann um. Weil ich habe das Gefühl, irgendwann, das Gute wird immer gewinnen. Die Liebe wird immer gewinnen. Das Positive wird immer gewinnen. Egal wie lange es dauert, am Ende wird das Gute gewinnen und die Pyramide wird sich komplett umdrehen. So hoffe ich und denke ich. Das Leben des Menschen vergeht. Die dritte ist herauszufinden, was im Universum getan werden muss, damit jedes Wesen als Christus, Buddha oder Zarathustra geboren wird. Ich weiß, dass die Schwerkraft für alles anfällig ist, was man zum Fliegen braucht. Aber meine Absicht ist es nicht, fliegende Geräte wie Flugzeuge oder Raketen zu bauen, sondern den Menschen beizubringen, das Bewusstsein auf seinen eigenen Flügeln wieder zu erlangen. Außerdem versuche ich, die in der Luft enthaltene Energie zu wecken. Es gibt noch andere Energiequellen. Was als leerer Raum betrachtet wird, ist nur eine Manifestation der Materie, die nicht safe erwacht ist. Leeren Raum gibt's so nicht. Es existiert kein leerer Raum auf diesem Planeten, auch nicht im Universum. Die stärksten Energie- und Lebensquellen befinden sich in den schwarzen Löchern. Jeden Morgen kommen die Vögel am Fenster ihres Hotelzimmers in den 33. Stock angeflogen. Menschen reagieren oft empfindlich gegenüber Vögeln. Das liegt an ihren Flügeln. Der Mensch hatte sie schon einmal. Sie waren real und sichtbar. Der Mensch hatte sie schon einmal. Das ist krass. Also ich habe das Gefühl, ich war mal ein Vogel auf jeden Fall. Ich habe mal Flügel, also Vögel, keine Ahnung, wenn ich die angucke, dann denke ich, das sind, ja okay, das habe ich bei vielen Tieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich war mal ein Vogel oder ich war ein Mensch, der fliegen konnte, vielleicht in der Vergangenheit. Ihre Fans beschweren sich, dass sie die Relativitätstheorie angreifen. Das Seltsame ist ihre Behauptung, dass die Materie keine Energie hat. Alles ist von Energie durchdrungen. Wo ist sie? Zuerst war es Energie, dann Materie. Sie sagten, dass sie nicht von ihrem Vater gezeugt wurden, sondern durch sich selbst. Genau. Was ist... Sie sagten, dass sie nicht von ihrem Vater gezeugt wurden, sondern durch sich selbst? Bro, what the fuck? Der Geburt des Universums. Die Materie entsteht aus der ursprünglichen und ewigen Energie, die wir als Licht kennen. Sie leuchtete und Sterne, Planeten, Menschen und alles, was auf der Erde und im Universum ist, entstanden. Digga, der Typ war krass. Materie ist ein Ausdruck unendlicher Formen von Licht, weil Energie älter ist. Es gibt vier Gesetze der Schöpfung. Das erste lautet, dass der Verstand die Quelle der gesamten verblüffenden und dunklen Aktionen nicht mathematisch erfassen oder messen kann. Das zweite Gesetz verbreitet eine Dunkelheit, die die wahre Natur des Lichts ist, des Unerklärlichen, und wird in Licht verwandelt. Das dritte Gesetz ist die Notwendigkeit, dass das Licht eine Angelegenheit des Lichts wird. Das vierte Gesetz ist, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Die drei vorherigen Gesetze finden immer statt und die Schöpfung ist ewig. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, die Schöpfung ist ewig. Ihre Ablehnung. Ich finde diese Ansichten, die er da teilt, gerade voll interessant. Geiles Video, dass er das Interview komplett mal aufgenommen hat, so quasi. Voll interessant. Also mich flasht es gerade. Ich feiere das. Gegenüber der Relativitätstheorie gehen sie so weit, dass sie Vorträge gegen deren Erschaffer auf Geburtstagsfeiern halten. Denken Sie daran, der Raum ist nicht gekrümmt. Gekrümmt ist nur der menschliche Geist, der Unendlichkeit und Ewigkeit nicht begreifen kann. Wenn die Realitätstheorie von seinem Schöpfer klar verstanden wurde, würde er die Unsterblichkeit erlangen, sogar physisch, wenn es ihm gefällt. Ich bin Teil eines Lichts und das ist die Musik. Licht erfüllt meine sechs Sinne. Ich sehe es, ich höre es, ich fühle es, ich rieche es, ich berühre es und ich denke über das Licht nach. Der Gedanke daran ist mein sechster Sinn. Lichtteilchen sind schriftliche Notizen. Ein Blitzschlag kann eine ganze Sonate sein und 1000 Blitze sind ein Konzert. Für dieses Konzert habe ich einen Kugelblitz kreiert, der auf den eisigen Gipfeln des Himalaya zu hören ist. Die Zahlen und Gleichungen sind Zeichen, die die Musik der Sphären kennzeichnen. Hätte Einstein diese Klänge gehört, hätte er keine Relativitätstheorie aufgestellt.
Einstein hat selber kurz vorm Tod zugegeben, dass er sich vertan hat. So. Das hat er selber zugegeben, ist nicht mehr Mainstream geworden, aber er ist selber auf die Spur von Gott gekommen und hat verstanden, dass nicht alles erklärbar ist. So. Das haben die Leute halt nicht mehr wirklich propagiert dann im Nachhinein, aber er hat seine eigene Theorie selbst hinterfragt am Ende. Diese Klänge sind Botschaften an den Geist, die besagen, dass das Leben eine Bedeutung hat, dass das Universum in perfekter Harmonie existiert. Der menschliche Herzschlag der Erde ist Teil dieser Symphonie. Newton erkannte, dass das höchste Gesetz der Harmonie im Universum existiert. Der gekrümmte Raum ist Chaos und Chaos ist keine Musik. Einstein ist der Zeitbote von Klang und Wut. Herr Tesla, hören Sie die... Krass, die haben richtig Beef gehabt, wa? Musik? Ja, ich höre sie ständig. Mein spirituelles Gehör ist so groß wie der Himmel über uns. Mit dem Radar habe ich mein natürliches Ohr. Kevin sagt, Einstein ist, glaube ich, zum Islam konvertiert. Oder ist eine, das ist eine Theorie, also es ist eine Vermutung, aber viele sagen, es stimmt nicht. Erhöht. Nach der you never know. Relativitätstheorie treffen sich zwei parallele Linien im Unendlichen. Deshalb wird sich Einsteins gekrümmter Raum strecken. Einmal geschaffen, hält der Ton für immer. Für einen Menschen mag er verschwinden, aber er existiert in der Stille. Alter, die größte Macht des Menschen ist. Nein, ich habe nichts gegen Herrn Einstein. Er ist ein sehr freundlicher Mensch, hat viele gute Dinge getan. Ich werde ihm schreiben und versuchen, ihm zu erklären, dass der Äther existiert und dass seine Teilchen das Universum in Harmonie und das Leben in Ewigkeit halten. Krass, der hat ihm geschrieben, oder was? Es war dieselbe Zeit, ne? Einstein und Tesla, mehr oder weniger. Welche Bedingungen muss man haben, um sich an die Erde anzupassen? Ich habe 10. Die erste Voraussetzung ist es, ein hohes Bewusstsein für seine eigene Mission und Arbeit zu haben. Die Eiche weiß, dass sie eine Eiche ist. Der Busch weiß, dass er ein Busch ist. Die zweite Bedingung, um sich anzupassen, ist Entschlossenheit. Alles, was ich tun konnte, habe ich beendet. Man muss sich in die Natur einordnen, in die Natur der Dinge. Man muss wieder mehr mit der Natur gehen, weißt du? Und nicht mit den Dingen, die quasi außerhalb der Natur erfunden wurden und uns aufgedrückt wurden, sondern man muss mit der Natur wieder gehen. Und nicht denken, dass man irgendwie was Besseres ist. Menschen haben das Gefühl, dass sie was Besseres sind als die Natur. Und das ist so ein crazy Gedanke, wenn du überlegst. So. Wie kannst du als Mensch denken, dass du besser bist als die Natur oder als Tiere oder als ein anderer Mensch oder so, weißt du? Das ist so faszinierend, das ist so unfassbar für mich, weißt du, dass ein Mensch sowas überhaupt denken kann. Wie kannst du so denken? Du musst dich einordnen, du musst mit der Natur gehen. Was ist die dritte Bedingung der Anpassung, Herr Tesla? Ich genieße jeden Tag und jede Nacht. Bitte notieren Sie, Nikola Tesla war ein glücklicher Mann. Die vierte Voraussetzung ist, die körperliche Verfassung mit Anstrengung aufrechtzuerhalten. Der menschliche Körper ist eine perfekte Maschine. Ich kenne meinen Kreislauf und weiß, was gut für ihn ist. Die Lebensmittel, die die meisten Menschen essen, sind für mich schädlich und gefährlich. Manchmal ist so. Wir sind halt nicht mehr bewusst. Am Ende des Tages kommt alles zurück aufs Bewusstsein. Bewusst die Dinge zu tun. Bewusst zu konsumieren. Bewusst einfach mit allem umgehen. Bewusst dich mit Menschen umgeben. Alles bewusst zu tun. Vor, dass sich alle Köche der Welt gegen mich verschworen haben. Berühren Sie mal meine Hand. Sie ist kalt. Ja, der Blutkreislauf kann kontrolliert werden. Und auch viele Prozesse in und um uns herum. Warum haben Sie Angst? Mark Twain schrieb Der geheimnisvolle Fremde, ein wunderbares Buch über Satan, das von Ihnen inspiriert wurde. Mark Twain macht gerne Witze. Als ich noch ein Kind war, wurde ich durch die Lektüre seiner Bücher geheilt. Als ich ihm davon erzählte, war er so gerührt, dass er weinte. Wir wurden Freunde und er kam oft in mein Labor. Krass, Mark Twain, noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Einmal bat er mich, ihm eine Maschine zu zeigen, die durch Vibration ein Glücksgefühl hervorruft. Es war eine dieser Erfindungen. Ich kenne auch eine Maschine, die durch Vibration Glücksgefühle hervorruft bei einem gewissen Geschlecht. Der musste sein, sorry. Um mich zu unterhalten. Etwas, das ich manchmal gerne mache.
Und ich habe Herrn Twain gewarnt, nicht zu lange unter dieser Vibration zu bleiben. Er hörte nicht auf mich und blieb lange Zeit. Er kam da raus wie eine Rakete. Er hielt seine Hose hoch. Es war teuflisch komisch, obwohl ich ernst blieb. Aber um den physischen Kreislauf zu regulieren, ist neben der Ernährung auch der Schlaf sehr wichtig. Am Ende eines langen und anstrengenden Arbeitstages schlafe ich eine Stunde und ich bin völlig erholt. Ich habe die Fähigkeit erlangt, meinen Schlaf zu eine Stunde? What the fuck? Kontrollieren, einzuschlafen und zur gewünschten Zeit aufzuwachen. Wenn ich etwas tue, was ich nicht verstehe, zwinge ich mich im Schlaf nachzudenken und so finde ich die Lösung. Krass. Die fünfte Bedingung ist das einfach eine Stunde schlafen, bruv. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört zum Beispiel, die einfach ihr Leben so gestalten, dass die halt immer in Balance sind und nicht zu krass gestresst sind und nicht zu viel Energie verschwenden den Tag über, sondern alles bewusst und alles nicht mit viel Stress und so, und die brauchen viel weniger Schlaf als die Leute, die sich die ganze Zeit stressen und unbewusst sind und ja, halt richtig dann am Ende des Tages voll am Arsch sind, und die brauchen dann viel länger Schlaf so. Aber eine Stunde ist schon wild. Gedächtnis. Mein Gehirn nimmt auf, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gebraucht wird. Alles, was wir einmal gesehen, gehört, gelesen und gelernt haben, begleitet uns in Form von Lichtteilchen. Für mich sind diese Partikel gehorsam und treu. Sie sprechen oft von der Macht der Visualisierung. Alles, was ich erfunden habe, verdanke ich der Visualisierung. Mhm. Die Ergebnisse meines Lebens und meiner Erfindung sind real in meinen Augen. Bei den meisten meiner Erfindungen habe ich auch Korrekturen durch Visualisierung vorgenommen. Ja, das ist, wenn du einmal verstehst, dass deine Gedanken wahr werden können. So. Dass alles, was Materie ist, erst in deinen Gedanken entsteht. Also entsteht auch die Zukunft deines Lebens erst in deinen Gedanken. Du bist, was du denkst, was du redest, was du sein möchtest am Ende des Tages auch so. Aber wenn du unbewusst bist, dann wirst du einfach das, was aus Zufall passiert. Aber du kannst eigentlich da auch einen Einfluss drauf nehmen, indem du deine Gedanken anfängst zu kontrollieren, deine Worte zu kontrollieren und bewusster mit diesen Sachen umzugehen. So gestaltest du deine Zukunft im Endeffekt, so weißt du. Und auch Dinge, die du kreieren möchtest. Du musst die Dinge schon richtig fühlen und merken, okay, yes, that's it, weißt du. Die Vermögen und mein Gehör sind perfekt und ich wage zu behaupten, schärfer als bei anderen. Ich höre den Donner aus 150 Kilometern Entfernung und ich sehe Farben am Himmel, die andere nicht sehen können. Das ist krass, was der sagt gerade. Ich glaube auch, umso mehr du dich frei machst, umso mehr nimmst du wirklich wahr. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir durch den Tag durchlaufen mit Gedanken die ganze Zeit und versuchen, also irgendwelche Gedanken in unserem Kopf uns die ganze Zeit ablenken, sodass wir gar nicht mehr richtig sehen, was eigentlich in diesem Moment gerade alles um uns herum passiert. Deswegen, die Laura hat zum Beispiel mal so ein Yoga-Retreat gemacht für ein paar Wochen, und da haben die auch einmal die Woche quasi alle, also immer einen Sinn weggenommen. Dann haben die Wachs in die Ohren gekriegt und konnten 3-4 Tage nichts mehr hören. So schulst du deine Sinne im Endeffekt, weil alle anderen Sinne auf einmal größer und stärker werden. So. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich mal zurückzuziehen, weil wir in der heutigen Welt so viel Shit haben, der uns die ganze Zeit ablenkt und die ganze Zeit uns neue, wie sagt man, Impulse gibt, halt, sodass wir gar nicht mehr richtig in Ruhe im Moment sein können und wirklich sehen und verstehen können, was eigentlich gerade passiert. So. Ich habe diese Seh- und Hörerweiterung seit meiner Kindheit. Später habe ich sie bewusst weiterentwickelt. Sie waren in Ihrer Jugend mehrmals schwer krank. Ist Krankheit eine Voraussetzung für Anpassung? Ja, es ist oft die Folge von Überanstrengung und mangelnder Lebenskraft. Aber manchmal ist es auch der Geist und der Körper, der sich von angesammelten Giften reinigt. Es ist notwendig, dass der Mensch von Zeit zu Zeit leidet. Der Ursprung der meisten Krankheiten liegt im Geiste. Daher kann der Geist fast alle Krankheiten heilen. Ja. Was ist die siebte Anpassung, Herr Tesla? Das Wissen darüber, wie wir mentale und vitale Energie in das umwandeln können, was wir wollen. Und wie wir Kontrolle über alle Gefühle erlangen. Die Hindus nennen es Kundalini-Yoga. Dieses Wissen kann erlernt werden, aber es dauert viele Jahre. Die meisten von ihnen haben es von Geburt an erworben. Geil, Digga, ich liebe es so. Also so eine weisen Menschen, das ist auch der Grund, warum ich mir immer, also warum ich auch einer bin, der sich gerne sehr viel Informationen aneignen möchte oder
verstehen möchte, wissen möchte, einfach weil ich schon immer so sein wollte und solche Menschen extrem respektiert habe, die so ganzheitlich sich mit den großen Themen der Welt oder des Menschseins auseinandersetzen und versuchen, da zumindest Anregungen zu geben, Lösungen zu finden, Ansätze von Lösungen zu haben und so. Ich habe das Gefühl, dass das, was wir eigentlich alle am Ende des Tages auch, weiß ich nicht, ob wir alle so sind, aber ich bin auf jeden Fall so, dass das so, keine Ahnung, das ist so mein größtes Ziel eigentlich. In engster Verbindung mit der sexuellen Energie, die im Was? Sie stehen in engster Verbindung mit der sexuellen Energie, die im Universum am weitesten verbreitet ist. Die Frau, der größte Dieb dieser Energie. Bruder, der war Red Pill-mäßig unterwegs, der Cousin. Geistige Kraft. Ich habe das immer gewusst. Die Frau ist der größte Dieb dieser Energy. Das ist heftig. Darauf aufmerksam geworden. Und die neunte Bedingung. Das ist unsere größte Schwäche, Digga, gerade als Mann. So. Und es ist halt so, dass die sexuelle Energy auf jeden Fall auch die höchste Form der Energy an sich ist, meiner Meinung nach so. Weil die halt Leben kreiert am Ende des Tages so. Weißt du? Herr Tesla? Alles so tun, was möglich ist. Jeden Tag, zu jeder Zeit. Um nicht zu vergessen, wer wir sind. Da hätte ich jetzt gerne nochmal mehr reingehört, wie er mit dieser, weil das ist eine Sache, glaube ich, so. Da würde ich gerne gerade die großen Männer, die auch viel erreicht haben und die irgendwo extrem waren, über die wir heute noch reden, so, mit denen würde ich gerne mal über dieses Thema reden, so, weil das ist die Männer, das ist unsere größte Schwäche, so, und mich würde interessieren, wie die mit dem Thema umgegangen sind. Und warum wir auf der Erde sind. Es gibt außergewöhnliche Menschen, die gegen Krankheiten, Entbehrungen oder die Gesellschaft kämpfen, die ihnen mit ihrer Dummheit, ihrem Unverständnis, ihrer Verfolgung und anderen Problemen, die das Land mit sich bringt, schadet. Was ist die 10. Anpassung? Diese ist die wichtigste. Schreiben Sie, dass Herr Tesla sein ganzes Leben lang gespielt und es genossen hat. Herr Tesla, ist das ein Spiel? Spiel it in, man. Spiel? Ja. Ich habe sehr gerne mit der Elektrizität gespielt. Blitze sind die schönsten Spielzeuge, die man finden kann. Vergessen Sie nicht, dies in Ihrem Artikel zu erwähnen. Nikola Tesla war der erste Mensch, der den Blitz entdeckte. Sie verwirren mich, wenn Sie sagen, dass Ihre Erkenntnisse, die einen enormen Nutzen für die Menschen haben, gleichzeitig ein Spiel sind. Das Problem ist, dass die Leute das alles zu ernst nehmen. Ich glaube, so machst du die krassesten Erfindungen. Siehst du ja an dem Beispiel Nikola Tesla, wenn du spielerisch an die Sache herangehst. So lernst du auch am besten. Eigentlich machst du alles so am besten, wenn du mit einem gewissen, wenn du mit diesem kleinen Kind in dir, was Dinge lernen möchte und was Spaß haben möchte, so mit ihm arbeitest, um deinen Job zu machen quasi, dann wird dein Job immer krasser sein, als wenn du gar keinen Bock hast, deinen Job zu machen und dich dazu zwingst, diesen Job zu machen und keine richtige Freude und Liebe dabei hast, so weißt du? Das nicht täten, wären sie glücklicher und würden viel länger leben. Ein chinesisches Sprichwort besagt, dass die Ernsthaftigkeit das Leben reduziert. Feier ich, Digga. Was ist Ihre Philosophie? Das Leben ist ein Rhythmus, der verstanden werden muss. Ich spüre den Rhythmus. Ich lasse mich von ihm leiten. So, flow it in, man. Er ist sehr angenehm und gab mir das Wissen, das ich habe. Alles, was lebt, steht in einer tiefen und wunderbaren Beziehung. Der Mensch und die Sterne, die Amöben und die Sonne, das Herz und der Kreislauf einer unendlichen Zahl von Welten. Diese Bindungen sind unzerstörbar. Wissen kommt aus dem Weltraum. Unsere Vision ist das Perfekteste. Wir haben zwei Augen, das Irdische und das Geistige. Und sie sollten zu einem Auge werden. Das Universum ist in all seinen Erscheinungsformen lebendig, wie ein denkendes Tier. Ein Stein ist ein denkendes und fühlendes Wesen, ebenso wie Pflanzen, Tiere und Menschen. Ist so. Ein leuchtender Stern bittet darum, gesehen zu werden. Und wenn wir nicht mit uns selbst beschäftigt wären, würden wir seine Sprache und seine Botschaft verstehen. Der Atem, die Augen und die Ohren des Menschen müssen mit dem Atem, den Augen und den Ohren des Universums übereinstimmen. Ja, Gänsehaut, Bro. Eines der krass geilsten Videos, die ich mir reingezogen habe bis jetzt. Sag ich dir ehrlich, Interview mit Nikola Tesla, ich fühle es so krass gerade.
Das geht richtig rein. Solche Dinge liebe ich. Solche Videos liebe ich, weil das tut meinem Herz, tut meiner Seele gut, weißt du? Beim Gucken, ich weiß auch, beim Schneiden wird es genauso sein. So, da bin ich happy, wirklich. Manchmal gibt es Videos, wo ich mir denke, Bro, was guckst du dir gerade an? Sowas ist wirklich, das bringt was für jeden Einzelnen, der sich das reinzieht und versucht, wie er am Anfang gesagt hat, mit dem Herzen hinzuhören und das zu fühlen, was hier gerade erzählt wird, so. Wenn Sie das sagen, habe ich das Gefühl, buddhistischen oder taoistischen Texten zuzuhören. Genau, das bedeutet, dass es ein universelles Wissen und Wahrheit gibt, die der Mensch schon immer gehabt hat. Facts. Das Universum hat eine Substanz und eine höchste Energie mit einer unendlichen Anzahl von Manifestationen des Lebens. Und sie sind alle um uns herum, aber wir sind blind und taub für sie. Was ist Elektrizität für Sie, lieber Herr Tesla? Alles ist Elektrizität. Zuerst war da das Licht, die endlose Quelle, aus der die Materie hervorgeht und sich in allen Formen verteilt, die das Universum und die Erde mit all ihren Lebensaspekten darstellen. Zuerst war das Licht, ist das nicht auch Bibel, oder? Was sagen die in der Bibel, die ersten Worte? Schwarz ist das wahre Gesicht des Lichts, nur sehen wir es nicht. Woher kommen denn die Texte? Bruv, das ist ein Interview aus einer Zeitung. Das ist veröffentlicht in einer Zeitung gewesen damals. Jedes seiner Teilchen besitzt. Erst war das Wort. Aha, okay. Gott sagte, werde Licht. Und es wurde Licht, so glaube ich. Krass. Licht, Wärme, Kernkraft, Strahlung, chemische, mechanische und eine noch nicht identifizierte Energie. Jedes seiner Teilchen besitzt Licht. Elektrizität hat die Kraft, die Erde und ihre Umlaufbahn zu steuern. Es ist ein echter archimedischer Hebel. Elektrizität bin ich, oder, wenn Sie es wollen, ich bin Elektrizität in menschlicher Gestalt. Auch Sie sind Elektrizität, aber Sie wissen es nicht. Voll. Ist das der Grund, warum Sie die Fähigkeit haben, Stromausstöße von 1 Million Volt durch Ihren Körper zuzulassen? Der Körper und das Gehirn des Menschen bestehen aus einer großen Menge an Energie. Die Energie, die bei jedem Menschen anders ist, macht das menschliche Ich oder die Seele aus. Für andere Lebewesen ist ihre Essenz die Seele der Pflanze, der Mineralien und der Tiere. Gehirnfunktion und Tod werden im Licht manifestiert. In meiner Jugend waren meine Augen schwarz, jetzt sind sie blau. Und im Laufe der Zeit wird das Gehirn stärker, während sie sich dem Weiß annähern. Weiß ist die Farbe des Himmels. Krass. Eines Morgens. Bei meiner Geburt waren die Augen schwarz, danach blau. What the fuck? Der Typ war crazy. Ich hätte gerne, ey, ich würde so gerne mit dem mal reden, so in seine Augen gucken, während er die Sachen sagt. Gucken, was ich fühle, so, weißt du? Ich fühle das so schon krass, aber wenn. Weißt du, was ich meine? Wenn du einem Menschen in die Augen guckst, ist ja auch nochmal was ganz anderes. So. Meine weiße Taube an mein Fenster, die ich fütterte. Sie wollte mir sagen, dass sie bald sterben würde. Aus ihren Augen kamen Lichtstrahlen heraus. Krass! Ich habe noch nie so viel Licht in den Augen eines Lebewesens gesehen, wie in den Augen dieser Taube. Die Mitarbeiter in Ihrem Labor sprechen von Lichtblitzen, Flammen und Blitzen, die auftreten, wenn sie wütend oder in Gefahr sind. Es ist die psychische Entladung oder eine Warnung, wachsam zu sein. Licht ist immer auf meiner Seite. Wissen Sie, wie ich das rotierende Magnetfeld und den Induktionsmotor entdeckt habe, der mich im Alter von 26 Jahren berühmt gemacht hat? An einem Sommerabend in Budapest beobachtete ich mit meinem Freund den Sonnenuntergang. Tausende von Feuern drehten sich in tausenden flammenden Farben. Ich erinnerte mich an Faust und rezitierte seine Verse. Und dann sah ich, wie im Nebel das Magnetfeld, das sich drehte, und einen Induktionsmotor. Ich sah in die Sonne. Der Hotelservice hat mir gesagt, dass Sie sich bei Gewitter im Zimmer einschließen und mit sich selbst sprechen. Ich spreche mit Blitz und Donner. Der Klang existiert nicht nur in Donner und Blitz, sondern auch in der Verwandlung, in Helligkeit und in der Farbe. Eine Farbe kann gehört werden. Die Sprache besteht aus Wörtern. Eine Farbe kann gehört werden. Das heißt, aus Klängen und Farben. Alle Blitze und Donner sind unterschiedlich und haben ihren eigenen Namen. Einige von ihnen nenne ich mit den Namen derer,
die mir in meinem Leben nahestanden oder die ich bewundere. In der Helligkeit des Himmels und des Donners leben meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder Daniel und andere Personen der serbischen Geschichte. Es gibt Blitze und Donner, die heller und mächtiger sind, weil sie nicht verblassen, und wenn sie wiederkehren, erkenne ich sie unter Tausenden. Ist Wissenschaft für Sie dasselbe wie Poesie? Es sind die beiden Augen ein und derselben Person. Das Universum wurde aus der Imagination geboren und wird immer existieren, solange es nur einen Menschen auf der Erde gibt. Schöpferische Energie ist identisch mit der Energie des Lichts. Ist für Sie die Fantasie realer als das Leben selbst? Sie bringt Licht ins Leben. Ich werde von meinen Gedanken genährt. Ich habe gelernt, Emotionen, Träume und Gedanken zu kontrollieren. Mein ganzes Leben lang habe ich viel Zeit in Ekstase verbracht. Das war die Quelle meines Glücks. Am besten ist es, nachts zu arbeiten, wegen des Sternenlichts und der engen Verbindung, die besteht. Sie haben gesagt, dass ich, wie alle Wesen, Licht bin. Ich fühle mich dadurch geschmeichelt, aber ich muss gestehen, dass ich es nicht ganz verstehe. Und warum sollten Sie das verstehen? Es reicht, wenn Sie daran glauben. Alles ist Licht. In einem dieser Strahlen liegt das Schicksal der Völker. Jede Nation hat ihren eigenen Strahl in der großen Lichtquelle, die wir in der Sonne sehen. Und denken Sie daran, es gibt keinen Menschen, der existiert hat und nicht gestorben ist. Sie verwandelten sich in das Licht und existieren als solches noch weiter. Das Geheimnis liegt darin, dass die Lichtteilchen ihren ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Das ist Auferstehung. Ich nenne es lieber zurück zu einer früheren Energie. Christus und viele andere kannten das Geheimnis. Ich suche nach einer Möglichkeit, Facts, menschliche Energie zu konservieren. Ich glaube, dass meine Entdeckung das Leben der Menschen leichter und erträglicher machen und sie zu Spiritualität und Moral führen können. Bester Mann, ja. Glauben Sie, dass Zeit abgeschafft werden kann? Nicht ganz. Denn die erste Eigenschaft von Energie ist, dass sie sich verwandelt. Sie befindet sich in ständiger Verwandlung, wie die Wolken der Taoisten. Es ist jedoch möglich, sich der Tatsache zunutze zu machen, dass der Mensch nach dem irdischen Leben ein Bewusstsein behält. In jedem Winkel des Universums existiert die Energie des Lebens. Eine davon ist die Unsterblichkeit, deren Ursprung außerhalb des Menschen liegt und auf ihn wartet. Das Universum ist geistig und wir sind nur die Hälfte davon. Das Universum ist moralischer als wir, denn wir kennen seine Natur nicht und wissen nicht, wie wir unser Leben mit ihm in Einklang bringen können. Die Frage, die mich immer wieder umtreibt, ist, was passiert mit einer Sternschnuppe, wenn die Sonne untergeht? Bruder, ich liebe dich, Bro. Die Sterne fallen als Staub oder Samen in diese oder andere Welten. Und die Sonne zerstreut sich in unserem Geist, im Leben vieler Wesen, die als neues Licht wiedergeboren werden. Oder der kosmische Wind zerstreut sich in die Unendlichkeit. Ich verstehe, dass dies im Raum der Struktur des Universums notwendig ist. Der Punkt ist jedoch, dass einer dieser Sterne und einer dieser Sonnen, selbst die kleinste, erhalten bleibt. Digga, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich enjoy voll seine Worte. Aber Herr Tesla, ist Ihnen klar, dass dies notwendig und im Rahmen der Verfassung der Welt ist? Wenn ein Mensch zu Bewusstsein kommt, sollte sein höchstes Ziel sein, einer Sternschnuppe hinterherzulaufen und zu versuchen, sie zu fangen. Er sollte begreifen, dass ihm sein Leben dafür gegeben wurde und er gerettet werden wird. Irgendwann wird es möglich sein, Sterne zu fangen. Und was wird dann passieren? Der Schöpfer wird lachen und sagen, sie fällt nur, damit du sie jagst und schnappst. Steht das alles nicht im Widerspruch zu dem... Digga, das ist heftig philosophisch so. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist richtig deep, Freunde. Ich schwöre, versuch das zu verstehen. Mit dem Herzen aber. Kosmischen Schmerz, den Sie so oft in Ihren Schriften erwähnen? Und was ist kosmischer Schmerz? Nein, denn wir sind auf der Erde. Es ist eine Krankheit, von deren Existenz die große Mehrheit der Menschen nichts weiß und die viele andere Krankheiten, Leiden, Elend, Übel, Kriege und alles andere hervorbringt, was das menschliche Leben zu einem absurden und schrecklichen Zustand macht.
Diese Krankheit kann nicht vollständig geheilt werden, aber das Bewusstsein dafür macht sie weniger kompliziert und gefährlich. Jedes Mal, wenn ein nahestehender Mensch verletzt wurde, spüre ich den körperlichen Schmerz. Das liegt daran, weil unsere Körper aus ähnlichem Material bestehen und unsere Seele mit unzerbrechlichen Strängen verbunden sind. Wer hat schon mal den Schmerz eines anderen gespürt? Eins in den Chat. Die unbegreifliche Traurigkeit, die uns manchmal überkommt, bedeutet, dass irgendwo auf der anderen Seite des Planeten ein Kind oder ein großzügiger Mensch gestorben ist. Ich weiß dir, Bro, ich fühle das so krass. Und ich glaube, jeder Mensch fühlt das, aber die meisten sind halt nicht bewusst genug, um das zu fühlen, so. Ich kann es fühlen, schon immer. Ich fühle extrem, gerade andere Seelen. Und gerade wenn guten Seelen was passiert. Das Verschwinden eines Sterns und das Erscheinen von Kometen beeinflussen uns mehr, als wir uns vorstellen können. Die Beziehungen zwischen den Lebewesen auf der Erde sind noch stärker. Aufgrund unserer Gefühle und Gedanken wird die Blume noch schöner duften oder in der Stille verwelken. Wir müssen die Wahrheiten lernen, um geheilt zu werden. Das Heilmittel befindet sich in unserem Herzen und ebenso im Herzen der Tiere. Wir nennen das Universum. Passend zu Nikola Tesla möchten wir euch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Ich küsse dein Sponsorenherz, mein Jutster. Bruv, sehr, 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 sehr krasses Video. Wirklich, habe ich mega enjoyed. War wie so, keine Ahnung, als ob ich selber ein Interview mit ihm gemacht habe. Seine Worte bei so vielen Dingen auch sehr treffend gewesen, sehr philosophisch gewesen, aber auch sehr viele Wahrheit drin gewesen. Also krasser Typ, wirklich. Also man kann aus den Worten, die er gesagt hat, sehr viel lernen, wenn wir mit unserem Herzen hinhören. Und es kann uns auch, so wie bei mir zum Beispiel, ich kannte viele Sachen schon oder ich habe von vielen Dingen gehört, aber es ist wichtig, immer mal wieder auch so eine Art Reminder zu haben. Und solche Dinge, solche Videos, solche Interviews, solche Menschen erinnern mich immer wieder an Dinge, die ich schon realisiert habe vor einer Zeit, aber vielleicht auch wieder in Vergessenheit geraten sind durch halt das Leben und durch die Dinge, die passieren, so weißt du. Und ja, Mann, der Liebe geht raus, rest in peace, Nikola. Du bist eh immer noch da. Guckst uns wahrscheinlich gerade zu, weil wir auf dich reagieren. One love. Bruv, please durch uns durch, na Mann? Yes, Freunde. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und gebt eure Meinung zu den gesagten Themen gerne auch unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.